Drei Tage und drei Nächte warst du also auf Wanderschaft, ohne Pause, ohne Nahrung, ohne Wasser. Mein Gegenüber nickte bloß. Das ist wirklich eine große Pilgerreise. Gerade, dass du sie nun noch machst. Reust du wahrlich immer noch so sehr? Eine Antwort auf diese Frage war nicht vonnöten. Ein einzelner Blick war genügend. Du wirst es nie völlig hinter dir lassen, nicht? Du weißt, jeder hat dir inzwischen vergeben. Du hast viel Buße getan und 4 lange Jahre alles gegeben, damit die neue Ära eine von Glück wird. Aber du wirst dir nie selber vergeben können, richtig? Denn was geschehen ist, wird nie wieder rückgängig sein. Stimmt es nicht? Epsilon. Ein anderer Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg. Kapitel 1. Ein großes Risiko. Genau! Tausende haben ihr Leben gelassen und noch viele mehr haben gelitten, weil ich Fehler machte und zu stur war, den Krieg zu beenden. Ich habe meine eigene Tochter in den Tod geschickt und dabei nie daran geglaubt, im Unrecht zu sein. Trotzdem finde ich, dass du dir selber nicht genug Anerkennung gibst. Weißt du hattest mich damals sehr überrascht. Ich hatte diese Welt bereits ihrem Schicksal überlassen. Nur noch einen kurzen Blick auf das Ende werfen wollen und dann sah ich all die Pokémon mit dir an ihrer Spitze. Und aus dem kleinen Hoffnungsschimmer, den ich euch schenkte, schaffstest du es, Epolyxus zu bezwingen. Ich habe damals nichts geschafft. Zeraora hat mir die Schwertfeder gegeben. Die Kraft dieser hat Aurora zurückgeholt. Und sie hat Kell so weit zurückgeholt, dass er selber Epolyxus besiegt hat. Viele Dinge waren bereits geschehen, deren Sinn sich dem Auge nicht erschließen kann. Eines davon war der Versuch, Epsilon von sich selbst zu überzeugen. Nun gut, lass uns das Thema wechseln. Ich weiß, ursprünglich wolltest du mich für deine Pilgerfahrt besuchen, aber tatsächlich kommt es mir sehr recht, dass du hier bist. Sage mir, Epsilon, wenn du eine Chance dazu hättest, würdest du die Vergangenheit ändern? Was soll diese Frage? Natürlich würde ich das. Aber es ist unmöglich. Selbst der Autor kann nicht einfach eine Zeitlinie zurücksetzen. Damit würde eine Verzerrung entstehen, die die Welt zerstört. Das weiß ich. Damit hast du recht. Und der Grund hierfür ist, dass ich als Autor eine neue Geschichte im Wissen des alten Fundamentes schreiben müsste. So, dass bereits eine Zukunft feststünde, welche niemals eintritt. Ein seltsames Paradoxon. Deswegen ginge eine solche Rücksetzung nur, wenn ich selber meine Erinnerung daran verlieren würde. Epsilon machte wirklich kein Geheimnis daraus, dass sie sich auf den Arm genommen fühlte. Ach, das ist ja toll! Dann sag mir, wie es geht und ich mach's. Nichts anderes hatte ich vor. Verwirrt blickte das Zoroark zu mir auf. Ich meine das ernst. Ich habe es bereits gesagt. Ich bin letztlich ein einzelner Mensch. Es gibt Kräfte, die über mir stehen. Das Schicksal zum Beispiel. Und das Schicksal fand einen Weg des Notfalls aus. In den verstecktesten Tiefen, einem Ort noch geheimer als dieser, fand ich nach Jahren der Suche endlich die Sanduhr des Helden. Ich schickte ein Pokémon, welches die Reise auf sich nahm und mir diese brachte. Meine Schattengestalt hielt nun eine prunkvolle, goldene Sanduhr in ihrer Hand. Diese erlaubt ihrem Nutzer, einmalig eine Zeitlinie zu einem bestimmten Event zurückzusetzen.
In unserem Falle wäre es der Tag von Kells Erscheinen. Doch niemand wird sich erinnern an alles, was die Zeitlinie einst bot. Selbst ich nicht. Niemand. Außer jenem Wesen, welches die Sanduhr nutzt. Warte, willst du damit sagen, dass... Ja, Epsilon, ich möchte dir diese Sanduhr anvertrauen. Und möchtest du sie nutzen, so musst du 3 Kratzer auf ihrer Oberseite ziehen, 2 auf ihre Unterseite. Sie anschließend umdrehen und sobald jedes Korn des Sandes herunterfloss, zerschlägst du sie. Geht das Ritual schief, wird sie nicht brechen und du kannst es wiederholen. Immer noch war es deutlich, dass Epsilon misstrauisch war. Und wo ist der Haken? Kurz atmete ich durch. Es gibt 2 Haken. Einerseits wird diese Zeitlinie völlig verworfen. Nicht nur die schlechten, auch all die guten Dinge. Deine Tochter und ihr Mann, sie werden alles verlieren, was sie sich erarbeiteten. Zwar können sie es sich wieder aufbauen, doch es kann auch schief gehen. Es ist ein großes Risiko. Und andererseits, nutzt du die Sanduhr, wirst du dich in einer fremden Welt wiederfinden. Denn auch wenn du dich erst am Tage des Treffens wiederfinden wirst, so wusste auch dein vergangenes Du, was ihre Taten einst bewirkten, und erinnerte sich vom Tage ihrer Geburt an. So halte ich es zum Beispiel für sehr möglich, dass du nicht als Plot-Kaiserin erwachen wirst. Aber was genau alles ist, wirst du nur alleine erfahren können. Und damit könnte ich also den Ausbruch des Epolyxus rückgängig machen? Ja, du könntest eine Welt schaffen, welche von vornherein im Frieden ist. Oder deine Ziele erneut verfolgen. Doch eine Warnung muss ich dir aussprechen. Wenn du, wie ich es vermute, nicht als Plotkaiserin erwachst, wird es trotzdem einen Kaiser oder eine Kaiserin geben. Denn ich werde mich nicht erinnern, jedoch eine Prüfung für die Freiheit brauchen. Du wirst in einem Krieg erwachen, egal was geschieht. Doch in einem anderen Krieg als jener, der hier geschah. Meine Macht als Autor war nicht vonnöten, damit ich erkannte, wie sehr Epsilon wankte. Sie dachte vor allem an ihre Tochter. Die beiden waren sich seit Ende des Krieges nahe gekommen. Gerade dadurch, dass Epsilon Kell noch rettete, der bereits vollkommen bereit war, sich für das Ende des Dämons zu opfern. Jener Kell, welchen Aurora schon rund 1 Jahr später heiraten würde. Autor! Nenn mich Jason. Jason, wenn ich die Sanduhr annehme, bin ich dann gezwungen, sie zu nutzen? Nein, du kannst sie nutzen, wenn es dir danach ist. Doch vergiss nicht, es wird nur einmal gehen. Du kannst sie auch nie benutzen, solltest du dich so entscheiden. Auch wenn du dann natürlich bedenken musst, dass jemand anderes sie finden und nutzen könnte, falls du sie nicht gut versteckst. Dann gib mir die Sanduhr. Ich muss mich noch mit jemandem beraten, bevor ich entscheide. Lautes Klopfen durchdrang das kleine Haus in Kiratown, fernab vom Verstand der Welt. Ich komm schon. Der Ausruf war weniger an jenes Pokémon gerichtet, welches vor der Tür warten würde, als an die Partnerin des Arcani, welche sich somit nicht bemühen musste, zur Tür zu gehen. Langsam kam sie trotzdem auch hinter Kell angelaufen, um zu sehen, wer sie beehrte. Gerade zur späten Stunde, welche inzwischen eingekehrt war. Nun, es wurde etwas klarer, als der Löwe die Tür öffnete und Auroras Mutter dort vorfand.
Das einzige Pokémon, welches ohne Rücksicht um so eine Zeit noch anklopfen würde. Grüß dich, Epsilon. Bist also zurück von deiner Wanderung? Ja, das bin ich. Darf ich reinkommen? Ich muss mit euch über etwas Wichtiges reden. Klar, komm rein. Wenige Minuten später saßen die drei Pokémon gemeinsam um den Esstisch der beiden pausierten Teamleiter Polana Vatras. Zwar waren beide noch eingetragen, doch das Team machte derzeit eine Pause, nachdem die Liga wieder neu eröffnete. Grund für diese Pause war auch Hauptgrund für Epsilons Zögern. Auf einem kleinen Tisch, so gut gepolstert, wie die beiden Partner es geschafft hatten, direkt neben einem eingerahmten Foto ihrer Hochzeit, unauffällig platziert und doch ein Blickfang, wenn man es denn erblickte. Dort stand das blau-orangene Pokémon-Ei der Teamleiter, welches Aurora vor wenigen Monaten bekommen hatte. Es wäre nicht mehr sonderlich lange, bis es schlüpfen würde. Also, was wolltest du von uns? Um noch etwas Zeit zu gewinnen, in welcher sie ihre Worte zurechtlegen konnte, nahm Epsilon einen ausgiebigen Schluck des Tees, welchen Aurora ihr gegeben hatte, als das Zoroark aus der kalten Nacht hereingetreten war. Also, wenn es eine Möglichkeit gäbe, es alles rückgängig zu machen, diese gesamte Welt zurückzusetzen, bis an den Tag, an welchem Kelch ihr einfand. Und wenn ihr dort wärt, wüsstet ihr nichts mehr davon. Und alles wäre anders. Niemand wüsste, wie die Zukunft wird. Doch all jene, die unter Epolyxus fielen, sie hätten eine neue Chance. Würdet ihr es tun? Aurora und Kel waren beide recht verwirrt von der Frage. Sie auch eher als philosophisch interpretierend als wörtlich, wie sie war. Naja, ich denke schon. Wir würden vieles verlieren. Ihr Blick fiel auf das Ei. Aber gleichzeitig könnten wir damit Tausenden ein Leben schenken. Es heißt ja nicht, dass die Dinge für uns schlechter würden. Außerdem, wenn wir uns nicht erinnern könnten, könnten wir diese Welt ja auch nicht vermissen. Ich meine, da hast du nicht Unrecht, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich es lassen. Das Risiko ist zu hoch und ich könnte nicht riskieren, die Zukunft, die vor uns liegt, zu verlieren. Was, wenn wir nie wieder zueinander finden könnten, Aurora? Denkst du wirklich so? Zwar hatte die Stimme des Vulnone einen Hauch von Verständnis in sich, doch größer war die Empörung. Denkst du so wenig über das, was wir haben? Wir könnten einander 50 Mal vergessen. Wir würden uns jedes Mal wiederfinden. Etwas verlegen wandte sich das Arcani wieder an Epsilon. Das stimmt natürlich auch, wenn wir in diesen Zeitlinien die nötige Zeit zusammen haben. Aber nun gut, Epsilon. Natürlich hast du viel nachgedacht, aber ging es dir wirklich um so philosophische Fragen bei dem Gespräch, weil dann würde ich das gerne auf morgen verschieben. Es ist spät. Wieder nahm Epsilon einen bedeutungsvollen Schluck. Meine Frage war nicht rhetorisch. Aurora, Kel. Ich habe den Autor besucht. Er hat mir etwas Besonderes anvertraut. Ein Gegenstand, der selbst über ihm steht. Eine Sanduhr, die genau kann, was ich gerade sagte. Meinst du das ernst? Aber warum würde er dir das jetzt geben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, weshalb er handelt, wie er es tut. Aber ich weiß, dass er es tat. Und nun habe ich eine große Entscheidung zu treffen, die jedes einzelne Pokémon beeinflusst. Nutze ich die Sanduhr oder nicht? Kurz blickten sich die beiden Ligakämpfer besorgt an. Anschließend wandte Kel sich wieder an die ehemalige Plotkaiserin. Also, überlegst du wirklich, es alles rückgängig zu machen, was mit der Polyxus geschehen ist? Ich überlege. Ja, es wäre die einzige Chance für mich, meine Fehler wahrlich zu beheben.
Vor allem nun, wenn ich die Sanduhr verwende, werde ich meine Erinnerung behalten. Aber niemand sonst. Nicht ihr. Nicht die Liga. Nicht einmal der Autor. Ich hätte die Chance, mit allem Wissen, das ich brauche, in den Krieg zu ziehen. Und dieses Mal nicht als Plotkaiserin. Wenn du nicht die Plotkaiserin wärst, wieso gäbe es dann überhaupt einen Krieg? Der Autor bräuchte eine Prüfung. Wenn ich nicht Plotkaiserin bin, sucht er sich jemand anderen. Aber mit all dem Wissen über diese Welt, bin ich mir sicher, könnte ich ihn oder sie bezwingen. Kurz kehrte Stille ein. Nun, wo sie den Ernst der Lage kannte, schien Aurora sich ihrer Antwort auf einmal nicht mehr so sicher. Unser Kind wird bald schlüpfen und ich freue mich so darauf, Mutter zu werden. Deswegen bin ich hier. Ich kann nicht jeden fragen. Die Gründe sind klar. Doch ich werde diese Entscheidung nicht alleine treffen. Nicht nach allem, was ich schon falsch gemacht habe. Seid ehrlich zu mir. Ich kann gut mit beidem leben. Wenn ihr diese Zukunft leben wollt, wird euch niemand daran hindern. Ich bin nicht gezwungen, dieses Werkzeug je zu nutzen. Stille kehrte ein, nachdem Epsilon diese Worte gesprochen hatte. Aurora und Kel blickten einander nur nachdenklich an, während Epsilon auf eine Antwort wartete. Nach einem kurzen Moment wandte sich Kel um, wieder an sie. Der Ausdruck zornig. Wieso musst du uns vor so eine Entscheidung stellen? Bevor du heute angekommen bist, war das Leben so viel simpler. Es ist doch nicht ihre Schuld. Auch wenn ich deine Sorgen verstehe, es ist riskant und doch... Ohne weiter zu warten, erhob sich Kel, den Blick auf den Tisch gerichtet. Tu es. Keine Sekunde länger verblieb er, sondern stieg die Treppe hinauf und ließ die Tür hinter sich zufallen. Kurz blickte Aurora ihm traurig hinterher. Also, ich denke, er hat recht. Wir sind auch nur zwei Pokémon. Was du bewegen könntest, ist viel mehr. Und ich vertraue uns. Ich vertraue, dass wir auch im nächsten Leben zusammenfinden und alles schaffen können. Epsilon, du solltest die Sanduhr nutzen. Ich gehe zu Kel. Alleine blieb Epsilon zurück. Die Sanduhr stand auf dem Tisch, hatte 5 Kratzer und der Sand lief herab. Aurora und Kel waren dafür gewesen. Mit schwerem Herzen. Noch war es nicht zu spät, umzukehren. Als das letzte Sandkorn so fiel, zögerte das Soror kurz. Sollte sie es wirklich tun? Doch dann wusste sie. Alles, was sie stoppen konnte, war ihr eigener Zweifel. Ein einziger Krallenhieb. Und dann...